was machen wir eigentlich in unseren Serverräumen und Rechenzentren, was Temperaturen und sowas angeht. Ich stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Carsten John, wie schon gesagt wurde. Ich komme ursprünglich aus der Elektrotechnik, also habe mal E-Technik studiert. Bin dann im Bereich Netzwerke, Unix-Server und so projektbezogen unterwegs gewesen einige Jahre und bin jetzt seit 2004 an einem Max-Planck-Institut in Bremen. Das ist ein Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie. Also die Leute, die da als Wissenschaftler arbeiten, beschäftigen sich primär mit Kleinzeug in kaltem Wasser, also hauptsächlich Bakterien. Wir haben eine sehr gemischte Umgebung, also sehr heterogen. Windows-Arbeitsplatzrechner, Linux und Solaris im Server-Backend, einen großen Zoo an Applikationen, einen kleinen High-Performance-Cluster. Also da kommt so alles zusammen, was man so haben kann, bei natürlich über begrenzten Mitteln und alle wollen immer alles und das für wenig Geld. Mein Schwerpunkt da im Hause ist Infrastruktur, das Unix-Backend, das dranhängende Netzwerk und Sicherheit. Und ich würde ganz gerne ein bisschen was erzählen heute eben zu den Kehrseiten von Kühlung, von Stromversorgung, von Temperaturüberwachung, was mich da so in den letzten Jahren ereilt hat. Also warum der Vortrag eigentlich soll ein Thema sein. Ich habe da ein paar Fallbeispiele aus der Praxis, an denen man vielleicht mal sehen kann, was so alles passiert, was einem vielleicht selber noch nicht passiert ist. Was diese Fallbeispiele eigentlich für Konsequenzen für die Sensorik aufzeigen. Dann würde ich gerne eine Lösung fürs kontrollierte Herunterfahren der Systeme vorstellen. Also das ist ein Stück Software, was bei uns im Hause entstanden ist, was aber auch zur Verfügung steht und anschließend gerne noch diskutieren. Fragen beantworten, je nachdem, wie der Bedarf ist. Okay, warum überhaupt der Vortrag? Ja, die Versorgung der IT-Infrastruktur, wissen wir, spielt eine große Rolle. Wenn wir da Probleme haben, also sei es, dass der Strom wegbleibt, und das wird vermutlich ja in Zukunft auch ein bisschen öfter passieren, aber auch wenn insbesondere die Kühlung wegbleibt, dann hat man sehr schnell Probleme und die allerschönsten Server nützen einem nichts. In der Regel hat man dann Serviceausfälle und unter Umständen auch Hardware-Schäden. Also wenn man da nicht schnell genug reagiert, dann wird da auch schnell mal was gar gekocht. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere das vielleicht schon mal erlebt hat. Das ist dann immer sehr unerfreulich. Alle denkbaren Ausfälle, das wissen wir eigentlich auch alle, passieren auch irgendwann. Und wichtig ist es eigentlich zu wissen, was alles ausfallen kann, um im Vorhinein eigentlich zu wissen, was will ich eigentlich überwachen. Und ich habe eine ganze Menge dieser Vorfälle live und in Farbe erlebt. Das war häufig weniger erfreulich und glaube, dass vielleicht ich, wenn ich ein bisschen was davon erzähle, vielleicht der eine oder andere da seinen Nutzen draus ziehen kann, bevor ihm das selbst passiert. Oh, Entschuldigung. Ja, und wenn man es nicht überwachen kann, dann kann man es eigentlich nicht handhaben, ne? Das ist die Quintessenz des Ganzen. Ja, Fallbeispiele aus der Praxis. Die sind aus kleinen und großen Umgebungen oder mittleren Umgebungen. Also wir sind nun auch nicht so eine ganz große Umgebung da im Institut. Das sind so ungefähr 400 Mitarbeiter mit dem dranhängenden Server-Backend. Also wir haben jetzt nicht hunderte von Quadratmetern Serverräume, wie das vielleicht bei einem typischen Hoster-Rechenzentrum der Fall ist, sondern es ist eher überschaubar. Aber es ist groß genug, dass es einem ausreichend Ärger bereiten kann. Ja, ich habe mal eine Kleinumgebung rausgenommen. Das ist so der Klassiker für die von Ihnen, die vielleicht so in den Umgebungen auch tummeln. Klimaanlage, so ein Splitgerät, also das heißt so eine Kiste, wo irgendwo der Kühler in irgendeinem sogenannten Serverraum hängt und dann hängt draußen das Rückkühlgerät an der Hauswand und irgendwie läuft da so eine Kühlmittelleitung nach drin und im Normalfall wird es dann schön kühl. Das fällt natürlich immer am Wochenende aus und am Montagmorgen ist dann alles gar. Also das heißt, die Technik läuft nicht hoch. Und in dem konkreten Fall, also den habe ich live und in Farbe erlebt, waren dann innerhalb kurzer Zeit, also das war alles wieder anzufahren, aber in kurzer Zeit danach starben dann der DLT-Streamer, ein Server-Mainboard, ein Netzteil, so in stetiger Folge. Das heißt also,
In der Regel hat man da nicht sofort Schaden von, also dass es sofort kaputt geht, sondern unter Umständen kriegt man es noch wieder hochgefahren. Und man kann sich dann aber schon darauf einstellen, dass dann innerhalb kurzer Zeit die eine oder andere Komponente den Geist aufgeben wird. Das ist so ein typisches Setup, ne? Kennt man, oder vielleicht nicht alle, aber der ein oder andere kennt das vielleicht. Irgendwo so eine Abstellkammer, da steht dann im günstigsten Fall so ein Rack drin. Meistens ist das dann eher ein IKEA-Regal. Und irgendwo an der Wand hängt dann so ein Kühlgerät, von welchem Hersteller auch immer. Und draußen hängt dann das entsprechende Gegenstück. In dem konkreten Fall war es so, dass eine Kühlmittelleitung undicht war und das Gerät einfach nicht mehr kühlen konnte, weil kein Kühlmittel mehr drin war. Das hatte sich dann verflüchtigt. Ja, Fall B, nächster Fall. Ein bisschen größere Umgebung, das ist bei uns im Hause gewesen, kann ich vielleicht ruhig erzählen. Wir haben Systeme mit gekühlten Schränken. Ich weiß nicht, ob alle das kennen. Das sind also, wir haben Rittal-LCPs, das gibt es aber von anderen Herstellern auch, von Knür, von Schroff. Da tummeln sich eine Menge Anbieter. Das heißt also, wir haben keine gekühlten Räume, sondern wir haben gekühlte Schränke. Zwischen den Serverschränken steht jeweils ein Kühlmodul. Das wird mit Wasser rückgekühlt und saugt an der Rückseite des 19-Zoll-Schrankes, also da, wo die Wärme rauskommt aus den Servern, wird die warme Luft abgesaugt, wird über ein Kühlregister geschoben oder geführt und an der Vorderseite wieder vor die 19-Zoll-Ebene geblasen. Das heißt also, man hat im Idealfall an der Vorderseite der Server konstant, was auch immer man eingestellt hat, also 20 Grad oder sowas, und an der Rückseite hat man dann eben 27, 28, 30 Grad Ausblastemperatur der Server. Die Geräte selber werden über Wasser rückgekühlt. Das ist in großen Umgebungen häufiger mal, dass man eine zentrale Kühlwasserversorgung hat. Das heißt also, da wird Wasser durchgepumpt und eigentlich ist das wunderbar und sehr zuverlässig und sehr angenehm zum Arbeiten, weil es im Serverraum selber nicht so rattenkalt wird und es zieht nicht so und es ist nicht so laut, weil die Schränke alle geschlossen sind. Ganz feine Sache. Jetzt passiert aber Folgendes bei Wartungsarbeiten an der elektrischen Anlage. Routinemäßige Überprüfungs-, Instandsetzungs-, Wartungsarbeiten fällt die Steuerung der Kühlwasserpumpen aus. Die Kühlwasserpumpen selber sind redundant ausgelegt, aber die Steuerung ist weg, Kühlwasserpumpen bleiben stehen. Das bleibt aber erstmal unbemerkt, weil die Systeme der Gebäudeleittechnik zwar den statischen Druck im System überwachen, also den Wasserdruck, und die Vor- und Rücklauftemperaturen, aber wenn die Pumpen stehen, es wird kein Wasser mehr umgepumpt, dann bleibt der Druck konstant. Wir haben ja kein Leck im System, sondern es wird einfach nur nicht mehr im Kreis gepumpt. Und die Vor- und Rücklauftemperaturen an den Messpunkten bleiben auch gleich, weil das Wasser steht im Rohr. Leider steht das Wasser in den Kühlsystemen auch und die werden sehr schnell sehr warm. Als die Temperaturüberwachung der Schränke ansprach, war es dann sozusagen schon fast zu spät. Also wir haben in einigen Schränken fast 90 Grad erreicht an der heißen Seite. Das macht dann auch keinen Spaß mehr, die Türen hinten aufzumachen, weil man sich nicht ganz sicher ist, ob da gleich Flammen rausschlagen. Also wenn man eine 90 Grad heiße Blechtür von hinten anfasst, das ist ein unangenehmes Gefühl. Und das hat natürlich auch erhebliche Hardware-Schäden nach sich gezogen, logischerweise. Also da sind in der Folge dann sehr große Mengen Festplatten ausgefallen. Das war eigentlich der Hauptausfallpunkt, dass die Festplatten alle eigentlich im Laufe der nächsten 6 Monate, also alle beteiligten Festplatten eigentlich den Geist aufgegeben haben. Also ich habe den gleichen Tag noch, ich glaube, für ungefähr 4.000 € Festplatten geordert, weil klar war, dass das passiert und war dann froh, weil ich die nächsten Tage dann immer nur nachschieben konnte. Also wir haben keinen Datenverlust gehabt, das hielt sich in Grenzen, die Probleme, aber Festplatten sind reihenweise kaputt gegangen. Alle Desktop-Platten, die in irgendwelchen komischen Systemen drin waren, haben sofort den Geist aufgegeben. Also wir hatten da noch so ein paar Schätze im Rack mit IDE-Platten drin. Also schon mehrere Jahre her, wo so Desktop-Platten verbaut waren, die haben alle sofort die Grätsche gemacht. Ansatzlos. Die waren alle tot. Die Serverplatten haben das relativ gut weggesteckt, aber eben nicht lange. Also die sind alle weitergelaufen, aber die waren dann innerhalb des nächsten halben Jahres, hätten wir uns einen Spender neben die Serverschränke bauen können mit Platten. Ja, das ist so ein Setup, aber ich habe das mal mitgebracht für die, die das vielleicht nicht kennen. Also hier sind so
diese typischer Schrank und daneben sitzt dann immer so ein Modul, wo eben kaltes Wasser durchgepumpt wird und da drin sitzt eigentlich im Prinzip ein Wärmetauscher, wie man den vom Autokühler kennt. Also wird Wasser durchgepumpt, Luft wird durchgepustet, fertig, aus. Im Keller sieht das dann unter Umständen so aus, das heißt, da gibt es eine zentrale Kühlwasserversorgung, die kommt vom Unicampus, geht auf einen zentralen Kälteverteiler, da sitzen dann wieder Pumpen auf den Rohrleitungen, pumpen das im Haus nochmal weiter und im Haus selbst gibt es dann irgendwo in der Nähe des Serverraums gibt es dann nochmal einen Wärmetauscher und Pumpen, weil das Wasser nochmal umgesetzt wird auf einen Sekundärkreislauf. Das hat den Grund, dass man nicht so viel Wasser in dem System haben will. Also wenn ich natürlich Wasser im Serverraum habe und hänge damit direkt an der Campusversorgung dran, 1-2 Tonnen Wasser, das merken die gar nicht, wenn die fehlen. Also das ist, der gesamte Unicampus wird damit versorgt. Das heißt also, wenn da an irgendeiner Stelle ein Leck entsteht und da gehen 1, 2, 3, 4 Kubikmeter Wasser weg, das dauert eine Weile, bis die das merken. Und das will man natürlich nicht alles im Haus haben, das Wasser dann. Und der zweite Faktor ist, dass das Wasser, was von außen kommt, ist hochgradig mit Kühlmitteln und Korrosionsschutz, also mit Frostschutz und Korrosionsschutz versetzt. Also wenn man das irgendwo im Haus hat, weil es geleckt hat, das ist auch nicht so erfreulich. Das ist der Mega-Schweinkram. Deshalb wird es nochmal umgesetzt. Also hier sitzt dann so ein Wärmetauscher, da geht das Primärwasser rein und auf der anderen Seite ist ein Sekundärkreislauf, wo wir reines Trinkwasser drin fahren, einfach um diese Probleme im Leckagefall zu umgehen. Da gibt es dann hier Pumpen, die sind redundant ausgelegt, alles ganz schön, sieht alles ganz gut aus in der Theorie. Für den, der es interessiert, wir gehen ungefähr mit 14 Grad Wassertemperatur in die Systeme rein und kommen mit ungefähr 20 Grad zurück. Je nach Schrank, wie stark der belastet ist, kann das ein bisschen differieren. Das erklärt auch, warum man das so schlecht nutzen kann. Das ist so ein Temperaturbereich, mit dem man nicht heizen kann. Das ist ganz doof. Ja, soweit so schön. So sieht das dann, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt, im Schaubild aus. Das heißt, hier gibt es dieses Rittal-LCP, da könnte auch natürlich Knür oder irgendwas dran stehen. Also das ist völlig austauschbar. Das funktioniert alles ähnlich. Da geht also kaltes Wasser rein, warmes Wasser kommt zurück. Hier gibt es ein Regelventil im Schrank selbst. Das heißt also, wenn der Schrank feststellt, es ist kühl genug, dann macht er das Ventil einfach zu. Dann gibt es hier diesen Wärmetauscher, den wir auf dem Foto gesehen haben. Es gibt eine Umwälzpumpe, konkret sind das zwei, die redundant ausgelegt sind und im Wechselbetrieb laufen, sodass sie gleichmäßig abnutzen. Und wenn die Regelung alles schön funktioniert, dann werden die einmal in der Woche umgeschaltet. Da wird eine ganze Menge gemacht, damit die schön gleichmäßig abnutzen und im Fehlerfall auch anlaufen. Dann gibt es hier einen Primärkreislauf, wieder mit Pumpen und mit einem Regelventil, was sozusagen den Wärmebedarf hier steuert, beziehungsweise der Wärmebedarf legt fest, wie dieses Regelventil gesteuert wird. Das heißt also, wenn eigentlich alle Ventile an den Schränken zu sind, weil die Schränke alle kalt genug sind, dann würde dieses Regelventil auch die Kaltwasserzufuhr auf den Wärmetauscher reduzieren. Weil natürlich hier an diesem System noch die ganze Klimatechnik vom Haus dran hängt und Kühlräume, wo irgendwelche Bohrkerne aus der Arktis lagern und so. Also das heißt, man will natürlich den Kältebedarf da auch nicht ins Unermessliche schrauben. Von Seiten der Gebäudeleittechnik werden im Wesentlichen sowas wie Temperaturen und Drücke in dem Wasserkreislauf erfasst. Das heißt also, da gibt es irgendwo einen Sensor, der stellt fest, was habe ich hier für eine Temperatur und regelt zum Beispiel abhängig von dieser Temperatur dieses Regelventil. Genauso wird da ein Druck erfasst und da kommen wir auch schon zum Problem, wenn ich diese Pumpe hier ausmache, aus welchen Gründen auch immer, ob sie kaputt ist oder die Steuerung versagt hat, dann messe ich an der Stelle dort nach wie vor wunderbar eine Vorlauftemperatur von 13 Grad und einen konstanten Druck von 2 Bar oder was das System auch immer hat. Und alle denken, alles ist schön. Gleichzeitig hat dieser Schrank aber ganz schnell eine Innentemperatur von 60, 70, 80, 90 Grad. Das ist also der konkrete Vorfall. Das ist ganz schön zu sehen. Das ist eine Grafik aus dem Kakti. Also das geht dann, was man erkennen kann, ist, und ich weiß nicht, arbeitet noch jemand mit gekühlten Schränken, also mit ähnlichen Systemen da hinten? Wir sind ein paar dabei, dass dieser Bereich hier, also wenn ich mit der
man kann hier sehen, das ist die Wassereinlauftemperatur, also die Vorlauftemperatur im Wasser. Wenn die hier an irgendeinem kritischen Punkt antritt, dann ist das quasi nicht mehr aufzuhalten. Dann kann man nur noch, wenn man es dann schnell genug merkt, die Türen aufreißen, um die erste thermische Last da rauszukriegen. Aber das geht natürlich auch nur so lange, bis der Raum dann warm ist. Also, gleiche Umgebung, neuer Fall, neue Bösartigkeit. Die Stellgröße, also die Steuerspannung für das Regelventil der primären Kühlwasserversorgung fällt aus, technischer Defekt. Vielleicht nochmal zurück, dann können wir sehen, an welcher Stelle das ist. Also hier sitzt dieses Regelventil, was sozusagen die Kältemenge bestimmt, die da ankommt. Und dieses Regelventil, das ist technisch so ausgelegt, das hat eine Spannungsversorgung und es hat zusätzlich eine Stellgröße. Das heißt, da wird mit einer Spannung von 0 bis 10 Volt reingefahren an das Ventil und je nachdem, ob da 0 Volt oder 10 Volt ankommen, macht das Ventil auf oder zu oder steht irgendwo in so einem Zwischenwert. So, jetzt fällt also diese Steuerspannung weg, weil in dem Steuerschrank ein technischer Defekt vorliegt. Das Ventil fährt in Stellung zu, die gesamte Kühlung ist weg und Gott sei Dank haben wir das dann rechtzeitig gemerkt, weil wir die Vorlauftemperaturen kontrollieren, also unabhängig von der Haustechnik. Und haben das relativ paranoid eingestellt. Das heißt also, wenn uns die Vorlauftemperatur um mehr als 2 Grad wegrutscht, also von der Solltemperatur 14 auf 16 Grad, dann gehen bei uns die Meldungen raus. So, und dann konnten wir das relativ schnell abfangen. Sollte natürlich nicht so sein, dass so ein Ventil im Fehlerfall zufährt. Ja, bei A und B kann man sagen, wenn man besser überwacht hätte, also das A war so der typische Abstellserverraum mit dem Splitgerät an der Wand, da ist dann im Nachgang auch eine Überwachung reingekommen, wären die Schäden sicherlich geringer ausgefallen und auch in dem Fall Pumpen stehen geblieben. Wenn man das besser überwacht hätte und gemerkt hätte, dass die Pumpen stehen, dann hätte man einfach unter Umständen die entscheidenden 20 Minuten mehr Zeit gehabt. Ja, die Quintessenz aus dem Fall C ist, dass diese haustechnischen Systeme oder gebäudetechnischen Systeme, die haben mitunter seltsame systematische Fehler. Das heißt also, ein Regelventil, was bei Verlust, also ein Kühlwasserregelventil, was bei Verlust der Steuerspannung zufährt, ist natürlich eigentlich nicht besonders failsafe ausgelegt. Das ist ein Konstruktionsmangel eigentlich. Normalerweise, also jetzt extrapoliert man mal den Serverraum auf das nächstgelegene AKW, dann mag man gar nicht denken, was da alles ist, also an Leichen im Keller. Das funktioniert grundsätzlich, aber irgendjemand hat bei der Konstruktion gepennt oder das falsche Ventil bestellt. Es gibt dieses gleiche Ventil, ich habe das recherchiert, es gibt das gleiche Ventil natürlich auch in der umgekehrten Form, dass es bei 0 Volt Eingangsspannung auffährt. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Pumpen. Auch diese Pumpen sind geregelt, das heißt, auch die bekommen eine Steuerspannung, wie viel Drehzahl sie machen sollen. Auch diesen Pumpen, also es gibt Pumpentypen zum Beispiel, an denen kann man einstellen, das kann man programmieren, da ist so ein Stück, so ein Controller drin, dem kann man das sagen, was das Ding im Falle 0 Volt Steuerspannung machen soll. Weil das ist eigentlich im regelungstechnischen Fall ungewöhnlich, also dass 0 Volt da anliegen, das kommt eigentlich nicht vor, ist immer größer als 0 Volt. Und man kann diesen Pumpen auch sagen, bei 0 Volt fahr auf Drehzahl XY. Häufig wird das aber vergessen. Die wird eingebaut, die Pumpe, und daran denkt niemand. Oder sie wird, auch das habe ich erlebt, es wird eine Pumpe getauscht, weil sie kaputt ist. So, die sind zwei redundante Pumpen drin, eine fängt an zu lecken oder hat einen Lagerschaden, dann wird die ersetzt. Im laufenden Betrieb, da spricht auch nichts gegen, läuft die andere Pumpe so lange. Und dann irgendwann stellt man fest, oh, die ist jetzt plötzlich stehen geblieben, weil die Steuerspannung weg war und stellt dann im weiteren Verlauf fest, dass beim Austausch der Pumpe vergessen wurde, diesen Controller zu programmieren, der in der Pumpe drin sitzt. Da ist natürlich unter Umständen die intelligente Pumpe auch etwas, was einem auf die Füße fallen kann. Also diese systematischen Fehler, die muss man zumindest, sollte man damit rechnen, dass die einen ereilen können. Und die nächste Quintessenz ist, dass die Überwachung unabhängig vom Regelkreis sein muss. Wenn ich natürlich Daten benutze, aus dem die Bestandteil des Regelkreises sind und diese Sensoren sind kaputt, dann wird der Regelkreis nicht funktionieren und meine Überwachung fährt aber genauso gegen die Wand.
Das heißt also, ich habe dann da keine Redundanz mehr drin. Also das heißt, Sensoren, die Bestandteil der Regelung sind, sollte man eigentlich nicht zur Überwachung einsetzen. Die kann man benutzen, um Informationen zu sammeln. Also die machen sich dann in so einem Kakti ganz wunderbar, dass man mal sehen kann, was habe ich da eigentlich für Temperaturen übers Jahr gesehen oder was passiert, wenn der Cluster plötzlich anfängt, Last zu bekommen, was passiert mit meinem System. Das interessiert dann häufig auch die Versorgungstechnik, also die Gebäudebetriebstechnik. Die freuen sich über solche Daten unter Umständen, weil die dann ihre Systeme besser handhaben können. Aber wenn so ein regelungstechnischer Sensor, der also eigentlich für die Regelung da ist, zur Überwachung genutzt wird, dann ist das nicht die allerbeste Idee. Also auch bei den Sensoren brauchen wir Redundanz. Ich habe hier nochmal das Bild von vorhin. Jetzt kann man nämlich mal sehen, da sind ja ein Haufen Sensoren drin und einen Großteil davon kann man einfach vergessen. Weil diese Sensoren werden für die Regelung benutzt und sind an einer Stelle eingebaut, wo sie bestimmte Fehler einfach nicht erfassen können. Also die Temperatur hier zu messen bringt nichts, wenn diese Pumpe steht. Die Temperatur hier zu messen bringt auch nichts, wenn dieses Ventil hier klemmt im geschlossenen Zustand. All diese Sensoren, die in Rittal-LCPs drin sind, wenn die Sensoren falsche Werte liefern, was ja denkbar wäre, dass der Sensor konstant 20 Grad zurückliefert, dann denkt dieses Ventil oder denkt die Steuerung im Schrank, oh, Ventil kann zu, ist kühl genug. Ich würde weiterhin in meiner Überwachung fein 20 Grad angezeigt bekommen, aber der Schrank würde tatsächlich ganz kuschelig warm werden. Was das jetzt bedeutet, ist, man kann aber natürlich trotzdem in diesem System gucken, welche Werte sind denn trotzdem interessant und liefern mir möglicherweise Zusatzinformationen. Das kann zum Beispiel sowas sein. Also hier an der Stelle sieht man, wir können hier einerseits die Vor- und Rücklauftemperaturen erfassen. Die werden zur Regelung des Schrankes nicht herangezogen. Das ist völlig egal. Das ist einfach nur eine Zusatzinformation, die man bekommt, die das LCP liefert. Und das Gleiche gilt da unten für den Durchfluss. Da kann ich also sehen, wie viel Wasser durchläuft. Die LCPs sagen einem auch, welcher äquivalenten Wärmelast das entspricht. Also man kann dann da ganz toll einstellen, den spezifischen Wärmekapazität vom Kühlmittel, was man da durchfließen hat und so. Was aber interessant ist, ist, dass man darüber natürlich möglicherweise die Unzulänglichkeiten der restlichen Überwachung, die die Haustechnik liefert oder die Haustechnik hat, ausgleichen kann. Man kann mich da zum Beispiel sagen, okay, wir wollen die Vorlauftemperatur überwachen und wenn die wegrutscht, das muss nicht mal ein technischer Defekt sein. Es kann auch sein, dass plötzlich ein anderer Kälteverbraucher im Netz mehr Last abfordert. Dann rutscht mir unter Umständen meine Kühlmitteltemperatur auch 2-3 Grad weg. Und wichtig ist, es ist früh genug zu merken. Und das Gleiche gilt für diesen Durchfluss. Ich kann nämlich auch die Ventilstellung rausholen aus dem LCP. Und wenn ich dann merke, ich habe zwar ein offenes Ventil, aber der Durchfluss ist null, dann ist da offensichtlich was faul. Das heißt, dann steht die Pumpe vermutlich. Oder das System hat kein Wasser mehr oder was auch immer. Oder der Durchflusssensor ist kaputt. Kommt auch vor. Aus den meisten solchen Geräten kriegt man das per SNMP relativ elegant raus. Also wir haben uns dann genau angeguckt, was können wir machen. Vorlauftemperatur mehr als 2 Grad vom Sollwert abweichen, schicken wir einen Alarm raus. Wenn das Ventil offen ist, aber kein Durchfluss, heißt das eigentlich in der Praxis, dass entweder die Pumpe steht oder der Sensor ist defekt. Also beides habe ich schon gesehen. Diese Sensoren, die haben eben das auch mal. Da muss man dann ein bisschen überlegen, was habe ich da jetzt für einen Alarm und nicht nachts um 2 plötzlich hektisch werden. Weil wenn natürlich da 3 Schränke nebeneinander stehen und bei 2 ist das ganz wunderbar und nur der 3. Schrank meldet, ich habe keinen Durchfluss und die hängen an dem gleichen Kühlwasserkreislauf, dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Sensor defekt. Wenn das Ventil geschlossen ist, aber trotzdem Durchfluss, dann muss da auch irgendein systematischer Fehler vorliegen. Also entweder leckt da was oder das Ventil schließt nicht mehr, kommt auch vor. Ist interessant, bei den Schränken, die Ventile sind so ausgelegt, dass die im kaputten Zustand offen sind. Also wir haben auch schon mal kaputte Ventile gehabt und die sind aber tatsächlich so, wenn die nicht mehr funktionieren, dann öffnen die. Weil da eben genau dieser Fail-Safe-Gedanke hintersteckt, kaputtes Ventil, besser der Schrank ist zu kalt als zu heiß. Also es gibt eine Menge auf Monitoring Exchange und wo auch immer eine Menge Plugins für Rittal-LCPs. Das wird für andere Hersteller in gleicher Weise der Fall sein. Die bieten eine Menge Funktionen. Das, was wir brauchten, nämlich die Vorlauftemperatur und das Verhältnis von Ventilstellung zu Durchfluss, was eigentlich sehr simpel ist,
War da überall nicht drin und wir haben dann, weil es schnell gehen musste, schnell und schmutzig, was zusammengebastelt, um diese Werte aus dem SNMP rauszukriegen. Wer die da mal reingucken will oder sie benutzen will, kann sie da runterladen. Ist wie gesagt schnell und schmutzig gemacht, ist nichts Aufregendes. Hinter sind Shell-Skripte, die per SNMP einfach die OIDs abfragen für die jeweiligen Schränke. Ja, was gibt es noch? Das haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich zusätzliche Sensoren. Zusätzliche Sensoren heißt, eigentlich will ich in jedem Schrank einen eigenen Sensor haben, um unabhängig von der Versorgungstechnik, die möglicherweise das nicht mitkriegt, und unabhängig von meinen Sensoren in meinen eigenen geregelten Systemen, also in den Kühlschränken sozusagen, die Temperaturen zu haben. Einfach um Redundanz zu schaffen. Diese Sensor-Units gibt es in netzwerkfähig von diversen Herstellern. Ich weiß nicht, bei Netways auf der Seite sind, glaube ich, diese HWG-Dinger käuflich zu erwerben. Wir haben aus historischen Gründen diese APC-Units da drin. Die haben wir irgendwann mal angefangen zu beschaffen, weil das so schön bequem war, weil die gleiche MIP haben wie die USVs. Aber es gibt, wie gesagt, also es gibt eine Riesenanzahl von Herstellern, die so Zeug bauen. Da sind meistens Plugins vorhanden schon oder werden mitgeliefert vielleicht von Netways. Oder sie lassen sich in jedem Fall relativ einfach implementieren. Also das ist kein großes Voodoo. Wenn man sowas hat wie bei uns, und ich habe ja gehört, das haben mehr Leute hier, dann muss man natürlich in jedem Schrank einen eigenen Sensor haben. Ne? Das macht keinen Sinn, nur einen Schrank zu überwachen. Bei Raumkühlung, das kommt dann auf die Größe des Raumes an, braucht man eben ein oder auch mehrere Sensoren. Man kann an diese Sensor-Units, also so wie die an von, ich glaube, das hier, der kleine da von HWG, das ist so ein Ding, der nur einen Sensor kann. Den gibt es aber auch, glaube ich, in mehreren Ausführungen größer, dann können die mehrere Sensoren. Und die APC-Dinger sind auch so, dass man da, also weiß ich nicht, 8 Sensoren und dann kann man auch so eine Subunit anklinken und dann kann man da nochmal 8 ran. Also man kann durchaus mit einer so einer Unit eine ganze Schrankreihe unter Umständen überwachen. Und man kann da natürlich auch in der Regel weitere Sensoren anklinken. Also sowas wie Luftfeuchtigkeit, sowas wie Leckagesensoren. Man kann da auch Tür ist offen Sensoren dranhängen. Also dass man sagt, ich will wissen, wenn irgendwo eine Schranktür offen geblieben ist. Das kann bei gekühlten Schränken wichtig sein, weil natürlich die Kühlleistung dann nur noch so 2B ist. Luftfeuchtigkeit ist so ein Thema. Ich habe im Vorfeld des Talks hier versucht herauszufinden, was denn nun die wirklich optimale Luftfeuchtigkeit für einen Serverraum ist. Und das ist schwierig. Also klar, das sollte nicht kondensieren und sollte ein bestimmtes Maximalmaß nicht überschreiten. Das ist aber in der Regel gar nicht das Problem. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Räume oder die Schränke klimatisiert sind, dann ist zu hohe Luftfeuchtigkeit das kleinste Problem, was wir haben, weil die Kühlung natürlich die Luftfeuchtigkeit rauszieht. Die Frage ist, wie weit kann die runtergehen? Also ich habe schon mal erlebt, dass die Luftfeuchtigkeit im Winter an einem schönen Wintertag deutlich unter 20% fiel. Und wenn man dann guckt, was so die Empfehlungen sind, es gab bis vor ein paar Jahren Empfehlungen, die lagen eher so bei 40% relativer Luftfeuchtigkeit für Serverräume. Die sind jetzt gerade von der amerikanischen Vereinigung der Klima- und Kälteleute gerade so ein bisschen nach unten korrigiert worden. Also ich glaube, jetzt werden noch 35 empfohlen oder sowas. Die Idee dahinter ist, was ist mit statischen Aufladungen? Ne? Wenn ich eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit habe, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für statische Entladungen entsprechend an. Aber also ich glaube, man muss das ein bisschen im Auge behalten, aber man hat wenig Möglichkeiten, es sei denn, man hat nun sehr gut geregeltes Klimakonzept, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Also außer man stellt da jemanden rein, der mit der Sprühdose durchgeht und Wasser verspritzt. Das Problem der statischen Aufladung ist auch, glaube ich, in der Praxis, also wenn alles so gebaut ist, wie es sein sollte, also alle Schränke sind geerdet und alles überall ist ordentlicher Potenzialausgleich, da ist es wahrscheinlich auch nicht ganz so dramatisch, wie es vielleicht manchmal aussieht. Und eine Quintessenz des Ganzen, die ich so persönlich für mich rausgezogen habe, und das kann ich eigentlich nur allen ans Herz legen,
dass eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Gebäudebetriebstechnik ziemlich wichtig ist. Also sich da gegenseitig die schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, ja, aber eure Kühlwasserpumpe und das geht immer alles nicht und macht doch mal. Das ist in der Regel kontraproduktiv, weil eigentlich arbeitet man ja am gleichen Patienten. Also da ist eine gute Zusammenarbeit wichtig. Das macht es viel einfacher. Also weil dann kann man eben auch Probleme, die die vielleicht haben und gar nicht mit ihren Mitteln lösen kann, vielleicht kann man denen auch mal unter die Arme greifen. Die sind zum Beispiel dankbar, wenn sie plötzlich so einen Graf aus dem Kakti kriegen können, der ihnen sagt, was dann mit ihren Temperaturen los ist. Ja, jetzt ist es ja alles ganz schön. Jetzt wissen wir, das wird warm einschränken. Das wussten wir vorher auch schon. Wir wissen, dass man per SNMP irgendwie Temperaturen überwachen kann. Und vielleicht habe ich ein paar Sachen aufgezeigt, die, wo einem Sachen richtig konkret auf die Füße fallen können. Also die man vielleicht nicht auf dem Zettel hat, wie so ein versagendes Regelventil, was einfach verkehrt rum gedacht ist. Es gibt dann trotzdem die Problematik, was mache ich? Also wenn ich einen Serverraum habe, der nicht unendlich groß ist, oder ich habe sogar diese gekühlten Schränke, dann sind diese Infrastrukturen eigentlich kritisch. Weil so ein gekühlter Schrank, wenn da Volllast drin ist, also dann sprechen wir über, also bei den älteren Schränken, die wir haben, von 10 bis 15 Kilowatt Anschlussleistung, elektrische Anschlussleistung in einem Schrank. Das entspricht also einem Äquivalent von 6 bis 8 voll aufgedrehten Heizlüftern, die man in seinen Kleiderschrank stellt und die Tür zumacht. Das ist kritisch. Also die Wärme, die geht nicht raus. Also wenn die nicht aktiv abgeführt wird, dann wird das sehr schnell sehr heiß da drin. Dann hat man auch möglicherweise plötzlich ein Problem mit Brandgefahr und Ähnlichem. Das Gleiche gilt natürlich für Serverräume, also konventionell gekühlte Serverräume auch. Wenn da die Kühlung weg ist, dann dauert das nur einen Moment länger, weil das Volumen Luft, was ich da warm mache, ein bisschen größer ist. Wir haben festgestellt, dass wir diese LCPs, wir können die aufmachen, wenn wir, also wir haben neulich mal, musste an diesem Wärmetauscher rumgeschraubt werden und man, also das Kühlwasser musste abgeschaltet werden und wir haben dann also alle Schranktüren aufgemacht und wir wissen mittlerweile aus Erfahrung, dass wir dann 30 Minuten haben. Also wenn alle Schranktüren auf sind, die zwei Türen, die der Serverraum hat, auf sind und wir zwei große, wir haben uns so große Ventilatoren gekauft, so Windmaschinen, die man dann in jede Tür reinstellen kann, sodass wir dafür Durchzug sorgen können. Aber selbst dann ist dieser Raum innerhalb von 30 Minuten kritisch bei offenen Türen. Das ist auch wichtig, wenn man sowas hat, das mal an die Haustechnik weiterzugeben. Weil die das unter Umständen gar nicht auf dem Zettel haben. Also die denken, naja, wir bringen da kaltes Wasser hin, ist alles schön. Und wenn wir jetzt mal was abstellen müssen für eine Viertelstunde, das macht ja nichts. Das habe ich auch erlebt. Das war dann Gott sei Dank morgens um 9 und alle waren da. Und man hat es sofort gemerkt. Und dann haben wir gesagt, sag mal, ja, wie, ist das schlimm? Die haben natürlich auf dem Zettel, dass sie mit ihrem Kühlwasser vielleicht einen Kühlraum rückkühlen, der 4 Stunden kalt bleibt, wenn keiner die Tür aufmacht. Also der ist einfach kalt und der hat vielleicht auch minus 20 oder minus 30 Grad. Und solange ich die Tür nicht aufmache, bleibt der auch kalt, der ist gut isoliert. Dass wir da aktiv 15 Kilowatt in so einen Schrank reinschieben, die raus müssen, das hat keiner auf dem Zettel, das muss man beachten. So, wenn man das jetzt hat, dann sagt man, ja gut, das ist ja alles ganz schön, ich kriege das jetzt mit und rechtzeitig auch und alles. Also rechtzeitig heißt, vielleicht 20 Minuten vorher merke ich, da rutscht eine Vorlauftemperatur weg, dann werden alle ganz hektisch. Was passiert, wenn das nachts um 3 passiert? Also wenn in der Regel niemand im Haus ist, man kein rund um die Uhr besetztes Rechenzentrum hat, sondern das eher normal läuft oder in kleinerem Umfang. Da muss man das Zeug eigentlich kontrolliert runterfahren können. Wir haben uns dann verschiedene Sachen angeguckt, dann kann man irgendwie, dann gab es mehrere Ansätze, also herstellerspezifische Lösungen von APC und wem auch immer alles, gibt es dann irgendwie PowerShoot und so, was dann im Prinzip auch Traps empfängt und dann die Kisten runterfahren soll. Dann kämpft man wieder mit so einem Stück Java-Software, was man auf irgendwelche Server installieren soll, wo dann die jeweilige Java-Version gerade wieder nicht passt. Und das war uns eigentlich alles zu unflexibel und eigentlich auch zu sperrig aufzusetzen. Und wir haben dann überlegt, was wir eigentlich machen können, um das effizienter zu gestalten und sicherer. Und die Idee war dann, den Netzwerk-Wetterbericht zu kreieren. Das heißt, die Idee war, wir erfassen Temperaturen, so wie das Meteorologen auch machen,
an verschiedenen Stellen und senden einen Wetterbericht. Keine Wettervorhersage, das muss man unterscheiden, sondern einen Wetterbericht. Die, die vielleicht aus dem Norden kommen, die kennen das, der Seewetterbericht für die Deutsche Bucht. Und dann wird angegeben, wo welche Temperaturen, Windstärken und alles Mögliche gemessen wurden. Und das haben wir eigentlich übernommen. Das heißt, wir haben uns überlegt, was man machen kann. Implementiert hat das ein Kollege von mir, der Matthias Döhle. Wir sammeln Wetterdaten. Also das können sowas sein wie eine Temperatur in einem Raum oder eine Temperatur in einem Schrank. Das kann auch die Luftfeuchtigkeit oder der USV-Status sein. Also was hat die USV, was liefert die mir zurück an Restlaufzeit? Das ist ja das, was mich interessiert in dem Fall. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das auch wie das Radio. Wir schicken das als Multicast raus. Das heißt also, es läuft ein zentraler Daemon, der sich die Messdaten holt und das Ergebnis als Multicast ins Netz schickt. Alle Maschinen, die kontrolliert runterfahren sollen im Fehlerfall, empfangen diesen Wetterbericht. Und da der Wetterbericht den Ort enthält, an dem der Messwert genommen wurde, und die Maschine weiß, wo sie wohnt, kann dann entschieden werden, ob die Maschine runterfährt bei Überschreiten von bestimmten kritischen Parametern. Die können auch einen beliebigen anderen Befehl ausführen, ne? Müssen nicht runterfahren, können noch irgendwas anderes machen. Also in der Übersicht sieht das dann so aus: Wir haben hier diesen Server, auf dem der Net Weather Report Daemon läuft. Der zieht sich mit konventionellen Mitteln, mit dem SNMP-GET von den Überwachungseinheiten die Daten. Wie gesagt, die Daten sind beliebig. Das ist nicht, muss nicht eine Temperatur sein. Könnte auch eine Luftfeuchtigkeit sein oder eine Restlaufzeit der USV. Dann wird das per Multicast ins Netz geschickt. Und dann haben wir hier Clients, also in der Regel ja Server, aber Hosts an den jeweiligen Orten, also am Standort A oder am Standort B. Und diese werten das Multicast-Telegramm aus, gucken, ist da was dabei für mich, checken, ob der ein Grenzwert überschritten wird und reagieren entsprechend. So, jetzt ist die Frage, woher weiß die Maschine, wo sie wohnt? Also der Host, der gegebenenfalls runterfahren soll. Wir haben bei uns im Hause, ich weiß nicht, ob es überall so ist, gibt es eine Policy, dass eigentlich auf allen Servern SNMP installiert ist und dass der Location String gesetzt sein muss. Das heißt, wenn eine Maschine ins Rack geschraubt wird, dann wird zwangsweise immer der Location String entsprechend eingestellt. Wir haben uns da so ein Schema überlegt. Da ist erstens drin MPI, dann haben wir ein Piping-Symbol, dann ist der Raum da drin, das Rack da drin und die Höheneinheit. Wenn eine Information nicht vorhanden ist, also weil es in dem Raum gar kein Rack gibt, wäre das nur MPI, Piping-Symbol, Raumnummer, weil ich es nicht genauer auflösen kann. Wenn diese Client-Komponente auf dem Host startet, dann versucht sie zunächst mal per SNMP-GET auf Localhost, Syslocation ihren eigenen Standort rauszubekommen. Das macht es für uns einfacher, weil wenn eine Maschine umzieht, müssen wir nicht in mehreren Konfigurationen rumfriemeln, sondern wenn der Location String im SNMP muss sowieso gesetzt werden, das wird routinemäßig gemacht und wir müssen ihn jetzt nicht noch in der Konfiguration für diesen Net Weather Report noch ändern, weil das ist immer, wissen wir alle, wenn man anfängt an, man muss an zig Stellen ändern, dann wird immer irgendwas vergessen oder die Checkliste wird länger, 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 länger. Man kann natürlich an der Stelle, wenn man kein SNMP auf den Rechnern hat, kann man an der kleinen Komponente die Location auch von Hand einstellen. Also man kann es auch in der Konfigurationsdatei einstellen. SNMP war für uns die bequemere Lösung an der Stelle. Das ist die typische Serverkonfiguration. Das heißt, da ist eigentlich nichts Dramatisches drin, da ist ein Port drin, da ist die Multicast-Adresse drin, dann auf welchen Interfaces er das rausschieben soll. Hier fällt auf, dass es eine Maschine mit ziemlich vielen Interfaces. Das liegt daran, dass wir einen Fehler im Router ausschließen wollen. Also wenn Pakete nicht mehr geroutet werden oder irgendwas ausfällt, dann wollen wir, das heißt, die hängt mit einem Bein in jedem Netz.
Da gibt es eine SNMP-Community und dann gibt es ein Entschuldigung, dann gibt es noch das Secret. Was man natürlich vermeiden muss, ist, dass irgendjemand, es wäre ja ein einfaches, jetzt, wenn jemand das Prinzip kennt, diese Telegramme zu faken und einfach Multicast-Telegramme ins Netz zu schicken und dann fallen einem plötzlich irgendwie schrankweise die Rechner um die Ohren. Das ist natürlich nicht das, was man haben will. Das heißt, was wir technisch machen, ist, wir nehmen den, das Telegramm, hängen an das Telegramm hinten dieses Secret dran, machen einen Hash über das ganze Ding und schicken den Hash mit. Das heißt, schicken den Hash auch rum. Das heißt, die andere Seite kann der Empfänger kann das Ding wieder zusammenpopeln und überprüfen und weiß zumindest, dass das Telegramm jetzt nicht völlig gefaked ist. Ob das jetzt Hochsicherheitsanforderungen genügt, das mag jeder selber entscheiden. Für uns war das jetzt erstmal eine einigermaßen taugliche Lösung. Und man sollte natürlich das Secret da ändern, klar. Dann gibt es eine Community, klar. Und dann gibt es hier, das ist die Community, um per SNMP den Location String da rauszukriegen von Localhost. Dann gibt es ein Intervall, das steht da jetzt auf 20 Sekunden. Das heißt, also alle 20 Sekunden schiebt dieses Ding, schiebt der diese Wettermeldung raus. So, und dann haben wir eine Sektion, die festlegt, wo Informationen herkommen und wie die nachher im Telegramm heißen. Also im Wetterbericht heißen. Und das ist auch relativ simpel aufgebaut. Also wir haben hier wieder so eine Location eigentlich. MPI, Raum 107, Rack 1. Und das, was wir nehmen, ist eine Temperatur. Das könnte auch Fritz oder Fridolin hier heißen. Das heißt, dieser Name ist einfach nur ein Label, damit Client und Server nachher vom Gleichen sprechen. Also macht natürlich Sinn, das hier vielleicht mit Temperatur zu benennen, wenn es eine Temperatur ist. Dann haben wir die OID im SNMP, die diese Sensor-Unit für diesen Wert hat. Das heißt, in dem Fall ist das so ein APC-Gerät, was wir vorhin auf dem Foto gesehen haben. Der hat natürlich für jeden Sensor eine OID, unter dem ich den Wert abrufen kann per SNMP. Das ist also diese OID. Man sieht, das ist hier immer die gleiche Monitoring-Unit. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sensoren dran an dem Ding. Jedes mit einer eigenen OID. Und das ist der Hostname von der Sensoreinheit. Also simpel zu konfigurieren, diese OIDs kriegt man raus in der Doku drin und sonst muss man mit mBrowse oder sowas mal ein bisschen rumsuchen. Dann findet man das. Wir haben dann hier einen anderen Raum, da sind nur drei Racks drin. Und dann haben wir hier noch etwas anderes. Hier haben wir zum Beispiel Remaining. Was sich dahinter verbirgt, das könnte, wie gesagt, der Name ist beliebig, das ist einfach nur ein Label, damit es auf beiden Seiten gleich heißt. Das ist zum Beispiel die Restlaufzeit der USV für diesen Raum, die wir da auch wieder per SNMP aus der USV in dem Fall rausziehen. Man kann da auch die Temperaturen und weiß der Teufel was rausziehen, also wenn man feststellt, die USV steht gleich in Flammen, dann ist es vielleicht auch gut, rechtzeitig die Hosts, die da dranhängen, runterzufahren. Beim Client sieht das dann ganz ähnlich aus. Da haben wir wieder einen Port. Wir haben eine Multicast-Adresse. Wir haben dieses Secret. Das muss auf beiden Seiten natürlich gleich sein. Wir haben Timeout. Das heißt, wenn der Client länger als 60 Sekunden keinen Wetterbericht empfängt, dann reagiert er mit einem beliebigen Kommando. In dem Fall kann man sehen, hier das Timeout-Kommando ist Message schicken per Mail an wen auch immer. Auch in dem Fall könnte man natürlich die Maschine auch runterfahren. Das ist dann eine Frage, was will man? Also man könnte dann auch sagen, okay, wenn die keinen Wetterbericht mehr kriegen, dann im sicher ist sicher, fahren wir sie lieber runter. Aber das ist von der Umgebung abhängig, in der man sich bewegt. Dann gibt es einen Retimeout 3600, der sagt einfach, wenn ich einen Timeout gekriegt habe, dann schicke ich eine Mail raus. Aber ich mache das nicht gleich 60 Sekunden später nochmal, weil sonst habe ich irgendwann so ein Denial of Service auf meinen Mail-Server, weil die ganzen Maschinen irgendwie wie verrückt kundtun, dass sie keinen Wetterbericht mehr kriegen. Dann gibt es hier einen Threshold, der sagt, wie viel Überschreitungen kommen müssen. Das heißt, also, wenn wir gesagt haben, alle 20 Sekunden kommt eigentlich so ein Wetterbericht, dann hätte ich im Normalfall nach 100 Sekunden hier, würde das Ding reagieren, wenn also
5 aufeinanderfolgende Wetterberichte eine Überschreitung ergeben haben, dann für den entsprechenden Befehl aus. Und dann haben wir die Grenzwerte. Also in dem Fall müssen wir den Ort hier nicht mehr angeben, weil der ja bereits bekannt ist. Wir haben hier eine Temperatur von 28 Grad gesetzt. Das heißt, wenn die Temperatur in dem Schrank 28 Grad an der kalten Seite überschreitet, an der eigentlich kalten Seite überschreitet, dann würde die Maschine mit dem Init 0 runterfahren. Man kann dort mehrere Befehle reinsetzen und man kann auch über die Grenzwerte, wenn man damit ein bisschen rumspielt, natürlich auch eine Staffelung erreichen. Oder man könnte andere Sachen machen, dass man zum Beispiel sagt, der Schrank oder der Raum wird zu warm, vielleicht ist ja gar nicht die Kühlung ausgefallen, sondern sie ist einfach an der Grenze und ich könnte sagen, okay, dann muss ich vielleicht bei meinem Cluster mal ein bisschen Last abwerfen und könnte sagen, ich stoppe mal die Ausführung von Grid Engine Jobs oder sowas. Also auch das könnte man damit realisieren. Man müsste jetzt nicht nur sagen, der Worst Case, ich fahre alles runter, sondern man könnte auch sagen, bei irgendeiner Temperatur sorge ich dafür, dass über den Grid Engine Dispatcher oder irgendwas Jobs gestoppt werden oder keine neuen mehr angenommen oder sowas. Weil es muss ja nicht immer so sein, dass Klima so toll ausgelegt ist, dass bei Volllast alles immer noch kalt genug ist und wir haben nur ein Problem, wenn es ausfällt, sondern ich kenne auch so Serverräume, die einfach an der Kühllastgrenze sind, weil man immer mehr Maschinen reingestellt hat. Ne? Und das könnte man damit auch abfangen. Das gleiche gilt hier. Hier haben wir noch einen anderen Wert, Remaining. Also das heißt, wenn die USV für den Raum sagt, ich habe nur noch für 10 Minuten Strom, dann würde die Maschine auch kontrolliert runterfahren. Ja, das ist eigentlich schon, das Ganze ist also relativ, finde ich, relativ überschaubar zu konfigurieren. Man kann also über diese Grenzwerte ein bisschen was machen. Also wenn man Unix im Anstich hat und hat da NFS und sowas, dann gibt es auch manchmal Probleme, wenn man sagt, ich fahre, wenn der NFS-Server eher weg ist als die Knoten, die da dran hängen, als die NFS-Clients, dann hängen die. Weil die ihre NFS-Handles nicht loswerden können, weil der Server nicht mehr da ist. Und dann ist mein ganzes Konzept, also man kriegt da so Race-Conditions, ne? Also wo man Probleme kriegt. Da muss man probieren und genau überlegen, ob man vielleicht sagt, okay, ich fahre die Clients, also die NFS-Clients, die eine Abhängigkeit von irgendeinem Server haben, eher runter. Sagt, die machen bei 26 Grad, müssen die aus und den Server lasse ich weiterlaufen, bis das Ganze 30 Grad erreicht. Also das ist eine Geschichte, die muss man durchdenken. Also da hilft einem der Daemon nicht. Das muss man genau überlegen, wie man das am besten staffelt. Und man sollte das auch mal testen. Also das ist immer schwierig, weiß ich, ist bei uns auch immer schwierig, aber man sollte zumindest vielleicht einmal in so einem Wartungsfenster sagen, okay, wir machen das jetzt mal. Das Problem ist, dass also in dynamischen Umgebungen, wo jeden Tag irgendwas geändert wird und sich Abhängigkeiten ändern, ist das schwierig, weil man mehr oder minder statisches Setup hat und man kann das nicht jedes Mal, wenn irgendwas umgeschraubt wurde, testen, weil dann reißen einem die Benutzer den Kopf ab und sagen, seid ihr irre. Aber ab und zu sollte man das schon mal genauer hingucken und diese Abhängigkeiten können ein Problem sein. Die kleinen Komponente gibt es auch für Windows, also da kann man auch Windows-Maschinen mit runterfahren, die Server-Komponente nicht, das erschien uns nicht zielführend. Die Quellen sind, kann man runterladen bei uns, wir schieben das nochmal irgendwie zu SourceForge oder GitHub oder so hoch, aber weil wir es bisher immer nur intern genutzt haben, liegt es da jetzt im Augenblick bei uns auf dem Server. Da ist auch eine komplette Doku bei, also welche Konfigurationseinstellungen gibt es, wie sind die zu handhaben, wie kann man es konfigurieren. Das ist relativ ausführlich, also deutlich ausführlicher als das, was ich jetzt hier gemacht habe. Da kann man also sich die entsprechenden Sachen rausziehen. Ja, dann danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit. Mich kann man kontakten da und würde sagen, bin für Fragen offen. Bei der Abhängigkeit wäre es dann eine Idee zu sagen, ich hinterlege in der Konfiguration schon die Abhängigkeit. Also dass quasi, wenn der NFS-Server runtergefahren ist, dass dann in den Broadcast mit drin steht, in der Nachricht NFS ist runtergefahren, Temperatur ist überschritten, der Client kann sich jetzt auch runterfahren. Ja, dann müsste man natürlich, das wäre natürlich schön, aber dann hat man natürlich noch wieder
Irgendwas, also braucht man den Rückkanal auch. Ne? Also man müsste dann, ja, man könnte natürlich überwachen, ist der NFS noch da? Das wäre eine gute Idee. Das, genau, und das dann einfach ja. Und dann so gewisse ja. Installationen einfach schaffen, wenn man ja. Sagt, ja, ist eine gute Idee. Weil ich denke immer so mit Temperaturen, gerade wenn man dann so mit 2, 3 Grad hat, das ist eine Grenze. Also ja, es ist schwierig, das ist eine gute Idee. Sinnvoll ist ja erst den Client runterzufahren und dann den Storage-Server. Ja, natürlich, erst den Client, klar. Ja. Ja, eine Abhängigkeit eigentlich. Also die Priorisierung alleine ist eben schwierig, weil man eigentlich kann man den NFS-Server erst wegfahren, wenn alle Clients weg sind. Ja, das Problem ist natürlich, wenn dann ein Client hängen bleibt, aus welchem Grund auch immer. Ne? Also das wird schnell beliebig komplex. Also man kann natürlich, wenn man das, man kann natürlich auf Seiten des Clients, jetzt nicht des NFS-Clients, sondern dessen, der gerade runtergefahren wird, also auf Seiten des Hosts, kann man natürlich ein beliebiges Skript einklinken an der Stelle. Also da wird ja einfach ein Shell-Kommando ausgeführt. Das heißt, man kann da natürlich auch ein beliebiges Skript einklinken und könnte sagen, der NFS-Server, der ruft einen Check Clients oder Check NFS Handles auf und erst wenn das okay ist, fahr ich den runter. Bitte. Welche Überlegungen habt ihr, warum ihr jetzt so eine dezentrale Steuerung vom Shutdown implementiert und keine zentrale? Also das ist relativ gut zu konfigurieren, also relativ einfach, weil sozusagen selbst wenn eine Maschine umzieht, das Einzige, was stimmen muss, ist der Location String im SNMP. Das macht es natürlich relativ einfach und das Ganze skaliert insofern gut, weil wir diesen Masterprozess, also der den Wetterbericht sendet, den kann man beliebig oft replizieren. Das heißt also, man kann einfach noch eine Maschine daneben stellen, der sich die Daten auch holt und die auch per Multicast sendet. Also da redundant zu schaffen, ist sehr einfach, ohne die Konfiguration irgendwie komplizierter zu machen. Die bleibt einfach immer gleich. Also ich kann an dem Client, brauche ich dann nichts mehr zu machen. Also das war die Hauptidee dahinter war, wir wollen es möglichst einfach haben. Also möglichst mit wenig Konfigurationsaufwand, weil die Praxis gezeigt hat, dass sonst ganz schnell wieder Maschinen irgendwo eingebaut sind, wo das dann nicht installiert wurde oder wo die Konfiguration nicht mehr stimmt oder so. Das stimmt, das stimmt. Das ist tatsächlich eine Einschränkung. Man müsste dann, wobei diese Grenzwerte relativ klar sind. Also es wird sich, glaube ich, nicht unbedingt dramatisch was an den Temperaturen ändern. Also wir wissen, die Temperaturen ja, ne? Aber USV ist ja noch ein Problem. Die Umgebung wächst und dann ist plötzlich nicht mehr so viel Zeit übrig. Man muss vielleicht viel früher anfangen, runterzufahren. Ja. Naja gut, wenn ich die Remaining Time rausziehe, dann ist das auch unabhängig. Also die ist ja von der Last. Die USV liefert ja da tatsächlich einen errechneten Istwert. Also die sagt, ich habe die und die Last dran und bei dem und dem Batteriestatus habe ich so und so viel Zeit noch. Das heißt, das ist eigentlich auch ein statischer Wert. Ich kann mir überlegen, wenn meine USV eigentlich nur kurz laufen muss, bis der Diesel kommt, und die muss nur diese 3 Minuten überbrücken, dann kann ich eigentlich sagen, wenn sie weniger als 8 Minuten Laufzeit hat, fahr runter, weil dann ist sowieso egal, dann kommt sowieso nichts mehr. Also wenn der Diesel nach 3 Minuten nicht da ist, dann kann ich auch Schluss machen. Das Problem bei der USV ist ja das Wiederanfahren. Also wenn die jetzt Batterie ausgelöscht ist, dann nach dem Wiederanfahren sagt sie, okay, ich habe jetzt 1 Minute Restlaufzeit. Ja. Darf ja auf keinen Fall versendet werden. Richtig. Ja. Ja. Und diese Logik dezentral zu verteilen, ist mir ein bisschen schwierig. Ja. Das muss ja dann doch zentral gesteuert werden. Das andere ist, ihr habt ja nicht nur Server, ihr habt ja bestimmt auch Disk Storage Systeme, Table Libraries, sonst was, die ja. Sich auch abschalten müssen. Ja. Und das geht nicht jetzt. Das geht nicht, definitiv nicht. Also, das ist eine Einschränkung. Also, man kriegt sozusagen alles das, wo man das Stück Software nicht installiert kriegt, kriegt man damit nicht adressiert. Das ist richtig. Wobei man, wenn man jetzt also so einen Schrank hat, der im Wesentlichen vollgepackt ist mit Servern, der voll ist, dann
ist der eine Switch, der da drin hängt, der dann möglicherweise weiterläuft, der ist dann auch egal. Also der wird dann nicht, also wenn ich in dem Schrank normalerweise 10, 12 Kilowatt Anschlussleistung habe und nachdem der ganze Cluster weg ist, der da drin hängt, bleibt der eine Switch, der da oben drin hängt, der läuft weiter, der wird dann keinen Schaden mehr nehmen, also von seinen 150 Watt oder was er aufnimmt. Also das ist dann nicht das ganz große Problem. Also da muss man dann gucken, wo, aber es ist natürlich richtig, das ist eine Einschränkung, die da ist und die könnte man eigentlich dann nur dadurch lösen, dass man abschaltet. Also dann muss man... Das ist ja noch komplizierter. Ihr braucht auf jeden Fall dann eine zentrale Steuerung. Nehmen wir mal an, jetzt eine Umgebung mit einem zentralen SAN, ja. Disk Storage. Das kann man ja erst abschalten, wenn die ganzen Clients weg sind. Ja. Das heißt, die zentrale Komponente muss auch einen Überblick haben, welche Clients sind jetzt unten, welche nicht. Ja. Braucht eventuell Eskalationsstufen. Das heißt, wenn das Init 0 nicht durchkommt nach 5 Minuten, muss ein Halt abgesetzt, ja. Oder sonst irgendwie der Strom weggeschaltet werden. Und erst ganz am Schluss darf das Disk Storage ja abgeschaltet werden, was ja immer am sensibelsten ist bei Temperaturproblemen. Und das geht nicht dezentral zu steuern. Das ist richtig, ja. Das ist aber tatsächlich eine Problematik, die wir nicht haben. Also wir haben alles, wir haben die File-Server, das sind alles Maschinen, wo ZFS dran hängt mit Direct Attached Storage. Das heißt, die können wir kontrollieren, also die können wir mit dem Setup runterfahren. Also es ist tatsächlich. Man könnte aber natürlich grundsätzlich mit dem gleichen Prinzip natürlich auch wieder eine Box hinstellen, die das abfängt. Also mit der ich sage, ich muss das SAN irgendwie adressieren und setze dann entsprechende Kommandos ab oder eskaliere das oder was auch immer. Ne? Also es ist so eine Krux. Ne? Also wenn man es zentral macht, dann braucht man eigentlich wieder die Datenbank dahinter, die das alles macht. Und die auch perfekt gepflegt sein muss. Und das funktioniert relativ unbürokratisch, ohne großen Aufwand. Das ist eben immer so eine Abwägung. Mich hätte interessiert, verwenden Sie die Sensoren, die in den Servern eingebaut sind, für Temperatur und so nicht in Ihrem Setup? Oder? Wir überwachen die wohl, also das Nagios überwacht die, aber wir verwenden die nicht, nein. Also dafür nicht. Also, ich sage, wenn es ja eigentlich interessant ist, wie war ist es im Server, oder kann man sozusagen diese ganzen Problematiken mit diesen Pumpen, Ventilen und so sozusagen, ist im Prinzip dann weniger kritisch zu betrachten. Ja, wobei man natürlich sehen muss, dass diese, bis eine ausgefallene Pumpe dann an dem Server ankommt, das dauert einen Moment. Also wenn ich merke, mir rutscht die Vorlauftemperatur in dem LCP weg, dann wird es danach noch eine ganze Weile dauern, bis der Server das wirklich merkt. Und also die verwenden wir tatsächlich dafür nicht. Wir haben in jedem Schrank einen extra Sensor drin, der eben die Ist-Temperatur im Schrank überwacht. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir diese Problematik der Hotspots durch die Schränke nicht haben. Also wenn man, sonst hat man ja in klassischen Umgebungen, wo die Racks einfach stehen und an irgendeiner Stelle die Kühlung nicht so gut ist, weil der Luftstrom da nicht hinkommt, da hat man ja eher die Problematik, dass einzelne Hosts zu warm werden. Und das haben wir nicht, weil der Schrank ist einfach auf der ganzen Höhe gleichmäßig durchlüftet. Also entweder er ist komplett heiß oder er ist komplett kalt. Bitte. Da war noch eine Frage. Hattet ihr schon den Fall, dass wenn ein zusätzliches Gerät an die USV angesteckt wird, diese Remaining Zeit unter den Schwellwert fällt? Nee. Wäre auch so eine Condition. Ja. Ja. Also das ist an den Stellen nicht perfekt. Also es erfordert nach wie vor genaues Überlegen, was man da macht. Ne? Also sonst kann es genau zu diesen Problematiken kommen. Da hinten war noch eine Frage. Ja? Ja. Ja, das habe ich auch. Ist mir auch zugetragen worden, dass das nicht ganz so perfekt funktioniert, wie das sollte. Und das stößt auch da an Grenzen. Wir haben zum Beispiel hinten an den Hinterseiten der Schränke geteilte Türen, weil da kein Platz ist. Und die kriegt man mit Magnetschalter nicht auf. Also da hat auch Ritter keine Lösung für. Ja? Hm.
Ja. War da noch eine, Frage? Das sind C implementiert. Ja. Gut, Carsten, vielen Dank. Als nächstes geht es weiter um 10:45 Uhr hier im Raum mit Benjamin Heise.